Liebe Schwestern und Brüder, die Vision aus dem 7. Kapitel bei Daniel, deren Deutung wir morgen in der Lesung hören, sie greift zurück auf das 2. Kapitel, auf die erste Vision, die wir diese Woche schon gehört haben, von der Abfolge der Reiche. Wir erinnern uns, von Gold zu Silber, von Eisen bis hin zu Ton, bis zu tönernen Füßen. Und was der Sinn dieser Vision war, ist auch der Sinn dieser. Was ist unbegrenzte menschliche Macht, die nicht eingegrenzt ist durch ein Gericht, das sie vor sich weiß? Nicht umsonst sind es die Bilder hier von entstellten Tieren. Wenn wir zuweilen, manchmal ja erst Jahre oder Jahrzehnte später, erfahren, wie Großmächte oder auch kleinere, wie Potentaten handeln, was sie anstellen, wozu sie imstande sind, Menschen zu behandeln, dann kann man zuweilen denken, so würde kein Vieh reagieren. Kein Tier verhält sich so. Aber Menschen sind dazu fähig. Deshalb werden hier Throne aufgestellt. Weil wieder deutlich wird, wie in der ersten Vision, wo die wahre Macht liegt. Alles, was wir hier als politische Macht oder als Großmacht bezeichnen, ist ein Popanz, nichts anderes. Für uns als Christen zumindest. Wir sollten es besser wissen. Ist ein lauttönend natürlich, auch einflussreich, mit vielen Folgen, aber dennoch nichts. Zuweilen wie ein entstelltes Vieh, ohne Rücksicht auf Menschenleben, ohne Rücksicht auf Einzelschicksale, respektlos allem und jedem gegenüber, vor allen Dingen dem gegenüber, der die wahre Macht hat, dessen Herrschaft niemals untergeht, wie wir gehört haben. Jesus versteht sich als dieser Menschensohn. Es ist kein Zufall, dass Jesus von sich selber, wenn er von sich spricht, in der dritten Person spricht und in den Evangelien oft genau diesen Titel, der hier bei Daniel zum ersten Mal vorkommt, benutzt. Der Menschensohn, sagt Jesus von sich. Das kommt aus diesem 7. Kapitel bei Daniel. Aber es ist nicht nur der Titel, sondern alles, was dahinter steht. Damit ist auch der Anspruch verbunden, von dem hier die Rede ist. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen und sich auch ihm verantworten. Und das gilt nicht nur für die Potentaten, auch heutzutage, sondern für jede und jeden von uns.